Hallo und herzlich willkommen auf EWO2KTV zu einer neuen Folge von WWE 2K18 My Career. Und wie ihr seht, erste Woche April. Wir waren anscheinend beim Pay-Per-View nicht vorgesehen. Auch sehr überraschend, aber finde ich gar nicht so schlecht, weil eigentlich ist das ja schon realistisch, weil nicht jeder Wrestler ist ja automatisch in Pay-Per-View-Matches drin. Und ja, schauen wir mal, was uns heute dann jetzt im April bei Raw erwartet. Oh, Superstar Shake-Up. Es könnte sein, dass wir... warte mal. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn und Glorious Bobby Roode wechseln von SmackDown zu Raw. Und SmackDown holt sich mal ordentlich Material. Bo Dallas, Oh No und Goldust. Wie geil ist das denn? Und wir quatschen mit Triple H. Hey, schön, dass ich dich erwische, solange ich heute Abend noch hier bin. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich sehen wollen. Was soll ich sagen? In diesem Business verlagert sich die Macht ziemlich schnell. Du hattest letzten Monat viel zu tun und da habe ich begonnen, mir ein paar Fragen zu stellen. Fragen, die sich darum drehten, ob ich dich vielleicht falsch eingeschätzt habe. Ich bin immer ehrlich und stehe zu mir selbst. Die Leute ändern sich, ich bin schon reifer geworden. Sie hätten mir mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Ja, das sage ich dem, ohne Mist, ich bin unzufrieden mit meiner Rolle. Es ist ziemlich simpel, wissen Sie? Sie hätten mir mehr Aufmerksamkeit schenken sollen, anstatt mich zu zwingen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ehrlich gesagt habe ich das aber. Ich hatte dich im Auge. Aber dann sind Dinge passiert und meine Aufmerksamkeit wurde woanders gebraucht. Ich glaube, wir können die verlorene Zeit wieder wettmachen. Es bleibt abzuwarten. Jedenfalls bin ich bereit zuzuhören. Okay. Cliffhanger, oder? Sprechen mit Stephanie McMahon, Arbeitsziel oder Mick Foley. Ja, Mann. Ja, Mann, jetzt wird's interessant. Da gehen wir auf jeden Fall zu Mick Foley. Richtig gut. Jetzt wird's endlich interessant. Hallo, Mick Foley. Du siehst aber irgendwie komisch aus. So. Hey, hast du mal kurz Zeit? Hi, Mick. Klar. Ich habe vorhin mit Triple H über dich geredet. Ja. Mit mir hat er auch kurz geplaudert. Okay, gut. Wir wollten uns gegenseitig davon überzeugen, dass du hier eine größere Rolle haben solltest. Das finde ich gut. Meiner Meinung nach hast du dich im letzten Monat ziemlich gut geschlagen. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Ja, kein Problem. Wie dem auch sei. Triple H meinte, dass er da vielleicht ein paar interessante Gelegenheiten für dich haben könnte. Neue Sachen. Könnte dir echt liegen. Hört sich geheimnisvoll an, aber ich stelle mich neuen Herausforderungen immer gern. Bezweifle ich nicht. Du hast dich schon einmal bewiesen. Das wird nicht anders werden. Ich meine, natürlich wird es anders werden, aber du kriegst das schon hin. Also sei diesen Monat auf alles vorbereitet. Verstanden? Voll und ganz. Ich bin da ganz offen. Dann bauen wir drauf mal auf. Sehr cool. Richtig gut. Ich glaube, jetzt wird die Karriere richtig genial. So, sprich mit Todd Mullen im Produktionsbereich. Aber vorher gucken wir uns erstmal die Matchcard an und gucken, ob wir da irgendwie was anstellen können. The Miz hält meine Eigenwerbung. Luke Gallows, Karl Anderson und Shinsuke Nakamura gegen Dawson, Wilder und Finn Balor. Es macht doch keinen Sinn. Denkt mal an die Folge von gestern. Es macht einfach keinen Sinn. Cesaro gegen Enzo Amore, Mark Henry gegen Sami Zayn, Heath Slater gegen Braun Strowman, The Miz gegen Dean Ambrose. Nö. Sollen die sich um den eigenen Mist kümmern heute? Ich spreche mit Todd. Gut, jetzt habe ich Zeit für dich. Bis heute Abend nicht wirklich in Bestform. Ha, du weißt gar nicht, wie sehr ich das bin. Ich jongliere gerade mit ein paar tausend Sachen gleichzeitig und du bist eine davon. Wie sieht der Plan aus? Zeit für eine Promo, mein Bester. Wie dir alle immer sagen, du musst das WWE-Universum bei Laune halten. Wie du das machst, ist nach wie vor deine Entscheidung. Mir ist es nur wichtig, dass du es tust und dass du dabei selbst bleibst. Du selbst bleibst. Hey, Authentizität geht mir über alles. Dann raus da mit dir. Erziele 100 bei dieser Promo. Ach du Schande. Das kann ja was werden. Jo, und da kommen wir in die Halle. Heimers hat wirklich kein Match für uns vorgesehen, wie es aussieht, sondern nur eine Promo. Aber immerhin, wir kommen ins Rampenlicht. Mir hat das heute mal sehr, sehr gut gefallen, dass wir endlich Mick Foley treffen konnten. Womit ich echt gar nicht gerechnet habe, weil
Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt reine Schiene hier mit Autorität, was wir haben. Aber sehr, sehr cool. So, Wettbewerb ist alles. Als Kind hatte ich nichts. Ich war immer so, ich war immer der Beste. Wettbewerb ist alles. Okay. Ohne den Kampf kann ich nicht leben. Der Wettbewerb ist alles. Wenn ich da draußen im Ring stehe, verschwindet das Universum für mich. Das Gebrüll in der Menge, das Atmen meines Gegners, das Hämmern meines Herzens. Plötzlich verschwindet alles. Es gibt nur noch mich, der gegen die Person vor mir kämpft. Ich konnte mich immer nur durchkämpfen. Man kann als Mensch nur wachsen, wenn man ständig rauskommt. Ich genieße die Momente, in denen ich zerbrechlich werde. Was war das hier? Das überrascht euch jetzt vielleicht, aber ich verstecke mich nicht vor den Dingen, die mich zerstören können. Ich genieße sogar den Moment, in dem ich zerbreche, in dem mir klar wird, dass ich nicht so mächtig bin, wie ich dachte. In diesem Augenblick lebt man eine ganz eigene und tiefgründige Klarheit, eine Erleuchtung, die mein Morgen erfüllt und mein Wachstum lenkt. Okay, sieht momentan mit der Promo nicht so gut aus, oder? Ich da auch zu bei uns das Hochgefühl. Jetzt, da ich es geschafft habe, bin ich dankbar. Mal wieder ist das Hochgefühl. Okay, Promo besser. Mich wieder neu aufzubauen, ist ein echtes Hochgefühl. Die größten Hindernisse, denen ich je begegnen werde, sind die Grenzen, die festlegen, wer ich bin. Meistens lassen wir zu, dass die Gesellschaft und unser Umfeld uns so definieren. Und wir tun es auch selbst, unterbewusst. Aber wenn ich zerbreche, sehe ich all die gezackten Kanten und mehr konnte ich nicht lesen. Ich muss nach vorne gehen und kann was kommen. Jeder Tag der WWE ist ein Segen. Mein Training ist härter als meine Gegner, wenn du hast eine Regeneration. Jeder Tag der WWE ist ein Segen. Oh Mist, die Promo war nicht gut. Ich kann das Leben der WWE nicht als selbstverständlich betrachten. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht. Jeder Tag, den ich hier sein darf, ist ein Segen. Ich meine, wer hat schon einen besseren Job als das hier? Ich werde dafür bezahlt, dass ich Geist und Körper trainiere, mit den wichtigsten Leuten der Welt zu tun habe und euch allen Spannung und Unterhaltung biete. Was war das hier? Eine stimmige Promo erhältst du Bonuspunkte. Du sollst also darauf achten, dass die Zuschauer dir entweder durchgehend zujubeln oder durchgehend gegen dich aufgewertet sind. Okay. Für meine harte Arbeit erhalte ich vielleicht Ruhm oder mehr Status oder jede Menge Geld. Und das sind allesamt tolle Nebenprodukte, aber nicht das, was ich suche. Für mich zählt nur der Kampf. All mein Training bereitet mich nur auf diesen Augenblick vor und auf den Moment des Triumphs nach dem Drang, der mich in die nächste Schlacht führt. Ich glaube, die Promo ist schief gegangen. Das war ein Leben kein 100. Oh doch, es waren 270. Okay, easy. Ich dachte, komplett voll ist dann 100. Also das haben wir mal ganz locker geschafft. Jo, und da klatscht er. Der Todd. Hey, tolle Arbeit bei der Promo. Hat mir gefallen. Gibt's Kritikpunkte? Er möchte ein wenig mehr Weisheit von dir. Überleg dir Gegenargumente. Ich soll Gegenargumente bringen? Nein, nein, du sollst dir welche überlegen. Überleg dir, was jemand sagen könnte, der versucht, dir deine Promo zu vermasseln. Man sollte alle Gegenargumente kennen, bevor man sie hört, damit man eine Antwort parat hat. Guter Tipp. Habe ich schon Boss gelernt, aber hey, den Rest des Abends kannst du dich entspannen. Nächste Woche haben wir etwas brandneues für dich. Oh, das klingt doch mal interessant. Morgen gibt's also was brandneues für uns. Tja, und damit würde ich sagen, mit diesem Cliffhanger schauen wir nochmal gerade bei Braun Strowman vorbei. Was geht denn hier ab? Braun Strowman würde ich wahrscheinlich sogar was tun. Die Hälfte der Jungs hier kann der Mikro nicht das Wasser reichen. Das ist nur meine Meinung. Braun Strowman ist Publikumsliebling, stand gerade da. Alles klar. So, Enzo, was hat er? Für mich bist du die heißeste Nummer, die es aktuell im Wrestling gibt. Wenn du je einen Tag nicht mehr einer suchst, weißt du ja, wo du mich findest. Och nö, du. Dann nehme ich lieber Paul Heyman. Alles klar. Gucken, ob er noch was für mich hat.
Kann ja sein. Dass hier irgendwie sich mal was auftut. Du kannst wirklich gut reden, weil wenn du... Ach, wieder das gleiche Palaver, was man immer macht. Na gut, Leute, also, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Parkplatz. Ich würde sagen, etwas brandneues ist ja nächste Woche, also quasi morgen 12 Uhr für uns da. Lassen wir diesen Cliffhanger mal so stehen. Gehen also zum Auto. Und ja, so bleibt es schön spannend. Damit ist die Folge auch rum. Wenn sie euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Könnt gerne was in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Oder auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort anzutreffen. Momentan ist da auch ganz gut was los, weil sehr viele wegen WWE 2K18 vorbeigeschaut haben. Finde ich sehr cool. Freut mich immer der Austausch mit euch. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, jeden Tag auch eine neue Folge von WWE 2K18 um 12 Uhr von der Karriere. Ansonsten Specials, wo ihr euch Matches wünschen könnt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Werde ich mir die Zeit nehmen und sie für euch nachspielen. Und ja, FIFA 18, NHL 18, Fortnite Battle Royale ist momentan eigentlich, sollte für viele was dabei sein. Lohnt sich also auf jeden Fall, diesen Weg mit mir zu gehen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch dann fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann morgen dabei seid, wenn es was Brandneues gibt. Also macht's gut, bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao.